In den japanischen Entwicklerstätten von Sony reift in diesen Tagen ein ganz besonderer PS3-Leckerbissen heran, The Eye of Judgment. Hierbei handelt es sich um ein Kartenspiel, das zusammen mit der EyeToy-Kamera funktioniert. Um es gleich vorweg zu sagen, im Fall von The Eye of Judgment benötigt ihr eine spezielle EyeToy-Kamera, die sich in einem Schreibtisch-lampenartigen Gestell befindet. Das Teil, das ihr hier seht, ist noch ein Prototyp. Die Kamera tastet nämlich das quadratische Spielfeld ab, das man auf einen Tisch legt. Darauf platziert ihr auch eure Karten. Im Basisset des Strategiespiels sind 30 Karten enthalten. Es gibt verschiedene Rassen und Klassen mit verschiedenen Eigenschaften. Manche Monster haben bessere Offensiv-, manche wiederum bessere Defensivwerte. Insgesamt soll The Eye of Judgment 100 Karten mit verschiedenen Wesen bieten. Habt ihr eine Karte abgelegt, erscheint innerhalb weniger Augenblicke die erste Kreatur auf dem Bildschirm. Nun platziert der Gegenspieler seine Karte, womit sein Polygon und Hold auf der Bildfläche auftaucht. Möchte man ein gegnerisches Feld einnehmen, legt man zwei Karten aufeinander. Es kommt zum Kampf. Hier werden die einzelnen Werte der Kreaturen verglichen. Derjenige, der die stärkere Karte hat, gewinnt das Duell. Eine ganze Partie hat der Spieler gewonnen, der eine bestimmte Anzahl von Spielfeldern erobert hat. The Eye of Judgment soll angeblich am 17. November 2006 erscheinen, also zeitgleich zum PlayStation 3-Start. Mehr Infos zu diesem außergewöhnlichen Titel folgen in Kürze.